Was geht ab, Freunde? Willkommen zu meinem kleinen Video zum Last of Us 1 Remake. Das wurde jetzt offiziell endlich bestätigt und auch direkt angekündigt auf dem Summer Game Fest. 2. September ist es soweit, Freunde. Dann kommt das Spiel für die PlayStation 5 raus und später dann auch für den PC. Wurde jetzt auch umbenannt in The Last of Us Part 1. Finde ich eigentlich ganz passend, den Namen. Obwohl wahrscheinlich die meisten einfach Last of Us Remake sagen werden. Ja, Freunde, quasi war das schon seit Monaten bekannt. Ich habe auch schon 2, 3 Videos dazu gemacht, zu dem Thema, weil es gab so viele Hinweise, so viele Leaks, so viele, Gerüchte und so weiter. Jetzt wurde es offiziell bestätigt, dass es kommt und es ist die Frage von, ja, darum soll es in dem Video gehen. Was haltet ihr vom Remake? Jetzt, nachdem wir die ersten Bilder gesehen haben, die ersten Informationen bekommen haben, vor allem auch die Info, dass es ein Vollpreisspiel wird, Freunde. Da bin ich mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, holt ihr euch das direkt Day One und zockt es direkt auf eurer PlayStation 5 oder sagt ihr, nee, ich warte, bis es billiger ist, das ist mir einfach zu teuer für so ein Spiel. Ist natürlich ein grandioses Spiel aus meiner Sicht. Aber was sagt ihr zum Preis? Oder sagt ihr, ey komm, reicht jetzt, ich habe das Remastered 10-mal durchgespielt, ich habe das Original auf der PS3 10-mal durchgespielt, brauche ich jetzt nicht, brauchen wir allgemein nicht. Was ist eure Meinung? Weil jedes Mal, wenn ich ein Video dazu gemacht habe, kam sehr viel Feedback in die Richtung, dass viele auch sagen, ey, wer braucht es? Brauchen wir doch gar nicht. Das Remastered sieht doch geil aus, reicht doch. Und dementsprechend mal eure Meinung in die Kommentare und vor allen Dingen, was heißt es jetzt für God of War, Freunde? Das können wir auch mal besprechen, weil meine Vermutung war die ganze Zeit, dass eins von den beiden, von diesen 2 Spielen Ende des Jahres erscheinen wird als quasi Spiel für das Weihnachtsgeschäft. Jetzt kommt es 2. September raus und God of War wurde ja vor kurzem von irgendeiner, ich weiß nicht, war das Südkorea oder was? Ich weiß nicht. Irgendwo hat es ja so eine Freigabe schon bekommen, eine Altersfreigabe. Und das kriegst du ja natürlich nur, wenn du das fertige Spiel checken kannst, ja? Kannst ja nicht nur die erste Hälfte vom Spiel checken und später erfährst du denn, dass der böse Kratos Hunde tretet, so kleine Welpen oder sowas. Dann musst du es natürlich direkt verbieten, das Spiel. Das geht ja natürlich, deswegen musst du natürlich das ganze Spiel testen. Und ich dachte dann, auf jeden Fall bringen sie dann irgendein Spiel von denen, das war ja im November raus. Jetzt wird es wahrscheinlich God of War sein. Auch dazu gibt es ja auch schon längere Gerüchte. Denn, Freunde, erinnert euch zurück, es war erst im Gerücht, dass God of War im September kommt. Das gab es ja schon. Und jetzt heißt es halt November. Ich denke, es kommt im November und ich denke auch, dass die nächsten paar Wochen, auch da habe ich jetzt schon Gerüchte gelesen, dass auf jeden Fall da ein eigenes State of Play kommt. Die ganzen Leute, die immer wieder gefragt haben beim Stream, ich streame ja die ganzen oder einige Konferenzen, wenn ihr das Video seht, übrigens heute Abend, PlayStation, sag ich schon, Xbox ist am Start, 19 Uhr, Freunde, das wird richtig geil, da wird bestimmt einiges zu sehen sein. Da könnt ihr auch gerne mal mir folgen auf Twitch. Einige hatten ja gefragt, ey, wird God of War gezeigt? Wird God of War gezeigt? Natürlich nicht. Warum sollte Sony God of War irgendwo anders sein als bei sich selbst? Das macht ja gar keinen Sinn, Freunde der gepflegten Gaming-Kunst. Das macht ja gar keinen Sinn. Die werden es richtig groß aufziehen. Die werden wahrscheinlich sogar warten was und gucken, was Microsoft so ankündigt für Ende des Jahres. Und dann vielleicht als Gegenpol God of War platzieren. Und dann so ein bisschen die Konkurrenz natürlich ausstechen. Ja, es wird ihr größtes Spiel. Von der Wichtigkeit her ist das Nummer 1 aktuell. 100% ist es God of War aktuell Nummer 1. Danach wahrscheinlich Spider-Man, aber das ist halt noch weiter weg. Ja, also Spider-Man hat sich ja auch unfassbar krass verkauft. Und das kommt ja auch im September, Freunde. Ja, die PC-Version von beiden Spielen übrigens. Vielleicht habt ihr das nicht mitbekommen, weil es wurde ja nur angekündigt, Spider-Man, das normale kommt für den PC. Nein, Miles Morales kommt auch jetzt schon auf den PC. Ja. Also Sony wird auf jeden Fall noch einige Sachen raushauen. Und allgemein dieses PC-Ding. Last of Us kommt dann auch später für den PC. Vielleicht auch noch Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Wir werden sehen. Obwohl, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Last of Us Part 1 für den PC dann wirklich zeitnah halt zum Start von der Serie kommt. Darüber haben sie auch noch geredet. Also wir kommen hier von einem Thema zum anderen. Dazu kann ich auch noch mal kurz ein paar Sachen sagen. Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht zu der Serie. Ich finde die Besetzung gut. Ich finde auch die ersten Bilder, die man so gesehen hat. Ja, da gibt es ja irgendwie so Set-Bilder oder auch Set-Videos, wo dann Leute aus der Ferne so ein bisschen fotografieren und ein bisschen filmen, was sie da so machen. Ich finde, es macht einen guten Eindruck. Ich freue mich auf die Serie. Ja. Und da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass dann vielleicht seiner das dieser PC-Port kommt. Allgemein, so diese PC-Port, da Freunde, dazu könnte man auch nochmal ein eigenes Video machen, weil da kam ja jetzt vor kurzem auch der Bericht, was hat Sony eigentlich umgesetzt mit den ganzen PC-Sachen. Freunde, da ist eine sehr, sehr wichtige Marke dabei, was ja, glaube ich, auch sogar der erste große Titel war, Days Gone, Freunde. Also das, also diese Aussage, Days Gone würde sich nicht lohnen, das ist Schwachsinn mittlerweile übrigens, ja, an der Stelle mal. Informiert euch mal, lest euch das mal ein, lest euch da mal rein, weil die PC-Version, nur die PC-Version von Days Gone hat, glaube ich, 23, 25 Millionen Dollar gemacht. Freunde, nur die PC-Version, okay? Und das Spiel hat sich, glaube ich, auf den Konsolen, wie viel war das, 6 Millionen mal verkauft, 9 Millionen mal? Also diese Aussage, dass sich das nicht lohnen würde im zweiten Teil. Freunde, Sony, was soll der Scheiß? Verarscht uns nicht. Ja, da muss ein zweiter Teil kommen. Was soll das? Was soll das? Obwohl ich da ja auch gelesen habe, was wird das hier? Wird das ein Sony-Talk hier gerade? Geil, voll, spontan, nice. Auch da habe ich ja gesehen, dass die
einer anderen neuen Open-World-Marke arbeiten mit Multiplayer. Ja? Und das wird ja auch so ein riesiges Ding. Last of Us Multiplayer kommt nächstes Jahr raus. Standalone wird wahrscheinlich auch Free-to-Play bei PlayStation mittlerweile. Können die das machen? Machen die das? Was denkt ihr? Oder bieten die das auch für Vollpreis an? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Preispolitik von Sony, Freunde, da bin ich mal sehr gespannt auf die Meinung von den ganzen Fanboys, die dann auch in den Xbox-Videos von mir rumwüten und erzählen, dass Microsoft ja alles angeblich scheiße macht. Und PlayStation ist ja krass, 98% der Spiele von PlayStation sind überheftig mega krass. Und dann fragst du dich, hast du mal Shadow of Colossus gespielt? Hä? Was für ein Ding? Kenn ich nicht. Hast du Last Guardian gespielt? Hä? Nee, ich kenne nur Uncharted. Und God of War. Ach krass, ey, wie fandst du denn den ersten God of War Teil damals? Oder Ghost of Sparta? Hä? Nee. Es hat doch erst angefangen 2018. Ach so, okay. Nein, Spaß, bisschen übertreiben. Ich finde es amüsant, wenn die Leute sich immer noch die Köpfe einschlagen, vor allem mit absolut gar keine Ahnung. Aber Xbox ist scheiße. Hast du jemals ein Xbox-Spiel gespielt? Nein, nee, hab ich nicht. Xbox ist doch scheiße. Spiel ich doch gar nicht. Ach Leute, da bin ich wirklich mal gespannt. Kommen wir mal auf den Preis, Freunde. Alter, das wird ein ganz wildes Video. Freunde, wenn ihr dieses Video nicht liked, dann weiß ich wirklich auch nicht mehr weiter. Das ist wirklich eins der besten der letzten Woche. Merke ich selber gerade. Geil, fahre ich mich so ein bisschen selber ab. Darf ich auch mal, wa? Oder obwohl, ne, nicht, dass mir dann wieder gesagt wird, wie letztes Mal. Ey, den Vorwurf habe ich auch noch nie erlebt. Das muss ich euch auch ganz kurz sagen. Als ich ja vor kurzem in irgendeinem Video, ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Ach so, genau. Diese Spiele brauchen einen Nachfolger. Das letzte Video, wo ich dann gesagt habe, ey Leute, das ist ja kein Ersatz mit PlayStation Now, wenn du das streamst. Ich habe eine 1 Million Leitung. Hat mir einer wirklich eiskalt geschrieben. Ey, du fühlst dich krass mit deiner 1 Million Leitung und was disst du die Leute? Was stellst du dich über die anderen Leute mit deiner Leitung, kleiner Angeber? Irgendwie sowas. Und dann hat er irgendwie gesagt, du Spaß und du hast nicht. Also seit ich YouTube mache, wirklich alles gehört, aber das noch nie. Das noch nie. Ja. Ich wollte nur ein Beispiel geben und ich bin ein böser Angeber mit meiner Internetleitung. Alter, krass. Mit was kann man heutzutage nicht angeben? Ey, krass. Freunde. Ja, also küsst mir die Füße. Ich habe eine 1 Million Leitung. Ihr wisst Bescheid, okay? Gut, haben wir das auch durch. Oh mein Gott, es ist ein ganz wildes Video. Wo bin ich denn, mein Lieben? Achso ja, Preispolitik. Was ist mein Eindruck allgemein vom Last of Us Remake? Das können wir kurz mal sprechen. Ich muss ehrlich sagen, natürlich, ich freue mich drauf. Ich habe da Bock drauf. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt. Auch das jetzt nach den ersten Bildern zu dem Remake sage ich es gerne nochmal. Last of Us ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Es hat aber seine Schwächen. Es hat Schwächen im Gameplay schon damals gehabt. Es hat Schwächen in der KI schon damals gehabt. Und sehr starke teilweise auch in der KI. Ja, wie oft haben wir es erlebt, dass Ellie, wir sind gerade in der Deckung und Joel versucht sich irgendwie zu decken. Also wir sind halt mit Joel in der Deckung. Und Ellie läuft da an den Gegnern vorbei und nichts passiert. Natürlich reißt einen das so ein bisschen raus. Vor allen Dingen im Vergleich zu der großartigen Stimmung, Atmosphäre, Optik und so weiter, wenn da die KI so dumm reagiert. Das haben sie ja schon gesagt, werden sie verbessern. Sie haben auch gesagt, einige von den Gameplay-Mechaniken aus dem zweiten Teil werden sie rübernehmen und die Optik haben wir ja auch gesehen. Also die Gesichtsanimationen sind absolut Top-Level. Was ich so ein bisschen nicht so gut finde, ihr seht es wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit auch im Hintergrund immer wieder eingeblendet. Die Details in den Klamotten, Freunde, was ist denn da los? Also die Gesichter, viel krasser. Last of Us 2, unfassbare Gesichtsanimation. Ich erwähne immer wieder die letzte Cutscene zwischen Joel und Ellie, wo die da auf dieser Veranda sitzen oder stehen besser oder ja und sich unterhalten nochmal. Unfassbar. Also du siehst alle Emotionen von Joel in dem Gesicht von den unfassbar. Aber die Details in den Klamotten, Freunde, jetzt im Remake gefallen mir nicht so gut wie im Remaster, sag ich euch ganz ehrlich. Ja, guck mal drauf. Ja, ist jetzt nicht so allzu schlimm. Aber schon ein bisschen auffällig, finde ich. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich freue mich drauf, ja. Ich werde es mir natürlich direkt holen und oder auch anfragen bei Sony, mal gucken. Und das ist halt so der Punkt. Ich kann es anfangen, ich kann es mir auch kaufen und so. Es ist jetzt nicht so das Ding. Ich muss aber trotz allem sagen, ich finde den Preis zu hoch. Ich sage euch so, wie es ist. Ich finde den Preis viel, viel, viel zu hoch. Ich habe damit nicht gerechnet, dass sie wirklich Vollpreis machen. Ich dachte eher, sie machen jetzt halt Budget-Titel. Früher, letzte Konsolengeneration oder alle anderen Spiele außer Sony. 40 Euro Budget-Titel. Vielleicht jetzt hätten sie es angeboten für 50 Euro. Weil der Multiplayer fehlt. Es gibt den Multiplayer nicht. Der ist nicht dran, wie damals. Klar, gibt es dann den DLC dazu. Puh, wie lange geht es dann? Ich weiß es nicht. Wie lange geht Last of Us 1? Keine Ahnung. Lass es mal mit DLC 15 Stunden gehen. Oder? Ich weiß nicht. Ich habe das gerade nicht im Blick. Warte mal, soll ich das nehmen bei Mario Google? Ich finde es trotzdem. Ich finde es zu teuer. 80 Euro vor allem gibt es ja dann auch noch. So eine Digital Deluxe Edition, die dann 90 Euro kostet, die du dann nur im Store hast. Du hast nicht mal physisch. Das ist krass, wo du dann irgendwie so, was war das? Du kriegst da dann irgendwie so Materialien dazu oder schnellere Crafting-Sachen, dass es dir noch leichter gemacht wird, das Spiel, um es noch schneller durchzuspielen. Hier, How Long to Beat sagt 50 Stunden ungefähr. Ja, sagen wir mal so 50 Stunden ungefähr für einmal durchspielen mit DLC. Und die Leute haben sich schon beschwert bei Miles Morales. Also bei dem Miles Morales Ding, also Gold Edition oder wie das hieß, mit dem Spider-Man Remastered, da bist du deutlich länger beschäftigt. Und Miles Morales geht mindestens auch 15 Stunden, wenn du alles machst.
Wenn du alles machst, hast du da wirklich 15 Stunden geile Spielzeit, ja? Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Last of Us besser ist als Miles Morales. Andersrum meine ich, Miles Morales ist nicht besser als Last of Us. Aber die Drittverwertung haben wir jetzt hier mit Last of Us, ja? Also auch die Leute, die dann geschrieben haben, ja, Xbox bringt da nur alte Scheißspiele raus. Also Last of Us wird jetzt auch zum dritten Mal verwertet und nochmal Vollpreis. Ich finde es zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es wirklich zu teuer. An sich wäre das Spiel es natürlich wert, aber keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, Budget-Titel wäre für mich besser angesagt. Auch wenn es von Grund auf neu aufgebaut würde, trotzdem. Das ist schon hart. Ach ja, keine Ahnung. Ich werde es trotzdem zocken. Wie gesagt, eins der geilsten Spiele aus meiner Sicht. Nochmal in verbesserter Version zu spielen, da sage ich nicht nein. Grundsätzlich, ja, grundsätzlich gebe ich allen recht, die sagen, brauchen wir nicht unbedingt. Brauchen wir auch nicht. Nee, brauchen wir nicht unbedingt. Jetzt passt es halt besser von der Optik und vom Namen her natürlich zum zweiten Teil, ja. Also, und vor allem, wenn sie dann spielerisch auch einige Sachen übernehmen, dann ist es schon besser, weil Last of Us 2 spielerisch ist um einiges besser, einfach smoother zu spielen, du hast mehr Möglichkeiten. Auch da ist halt die Frage, was machen sie da? Kann man jetzt plötzlich im ersten Teil kriechen und so weiter und sich noch krasser verstecken? Passen sie irgendwie die Level-Umgebungen an oder sowas, an das neue Gameplay? Wie viel übernehmen sie wirklich? Ja, also KI verbessern, ja, muss auf jeden Fall sein. Und ansonsten, ja, Optik, ja, aber Optik ist natürlich nicht alles, das haben wir auch schon mehrfach gehört. Ist ja auch nicht sehr, ja, ist ja auch so, also Grafik ist nicht alles. Ja, keine Ahnung. Braucht man das? Nein, nicht wirklich. Weil gerade wenn man sich den Vergleich reinzieht von dem Remake und dem Remastered, Alter, wie geil sieht das Remastered aus vorne, oder? Jetzt mal ernsthaft, wie geil sieht das Remastered noch aus? Weil auf den ersten Blick habe ich schon von dem einen oder anderen gehört und das kann ich auch schon auf jeden Fall verstehen. Haben sie sich gefragt, ist es jetzt wirklich das Remake? Was haben sie eigentlich verbessert? Ja, in den Details siehst du natürlich extrem deutlich die Gesichter und vor allem auch die, nicht nur die Animation, sondern auch so die Charaktermodelle. Joel und Ellie, vor allem Joel sieht jetzt viel dreckiger, viel mitgenommener aus und also man merkt ihm halt, man sieht ihm noch mehr im Gesicht an, das ist eine abgefuckte Scheißwelt hier einfach. Und ich habe so viel Scheiße schon gesehen, das sieht man ihm noch ein bisschen mehr an. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich find's ein Ticken zu teuer, ich freue mich trotzdem drauf, ich werde es trotzdem spielen und ansonsten haben wir jetzt einen kleinen Sony-Talk gemacht. Ja, weiß nicht, was kommt danach vorne? Also so richtig offiziell, was ist von Sony eigentlich angekündigt? Das können wir auch nochmal ganz kurz durchnehmen, weil ansonsten ist da wirklich Ebbe, ne? Also ist wirklich Ebbe. So viel haben sie gar nicht angekündigt. Die haben hier und da, klar, exklusive Deals, aber ich sag mal so, bisher, die ganzen exklusiven Deals, die sich da eingekauft haben zeitweise, die sind leider nicht so geil, außer Final Fantasy 7 Remake. Deathloop fand ich nicht geil. Ghostwire Tokyo, naja. Forspoken, naja, bisher. Und ansonsten, wie gesagt, Remaster nochmal für den PC und hast dich gesehen, Remakes, Collections von alten Spielen. Ja, obwohl man sagen muss, Sony haut schon richtig krass raus. Und danach halt, weiß nicht, was denkt ihr? Was denkt ihr, wann Spider-Man 2 rauskommt? Wolverine, meine ich, rauskommt? Ich glaube, das, also die zwei Spiele und God of War sind die einzigen offiziell angekündigten Spiele, oder? Oder vergesse ich irgendwas gerade? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. Tja. Wir werden sehen, Freunde. Ich freue mich drauf. Ich habe trotzdem Bock natürlich auf das Gameplay, auf das Remake. Wir werden sehen. Und die ein oder anderen Games kommen ja doch noch dieses Jahr raus. Ja? Auch wenn es hier und da ein paar ältere Spiele sind. Aber alleine, wenn God of War noch dieses Jahr rauskommt, dann habe ich zumindest drei richtige Überblockbuster. Und wie gesagt, hier und da kommen ja dann Evil West raus, was ich ja auch jetzt vor kurzem euch gezeigt habe. Stray kommt jetzt demnächst raus, ist ja auch PlayStation-exklusiv. Aber wie gesagt, diese Side-exklusiven Sachen oder Konsolen-exklusiven Sachen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie gesagt, allgemein so dieses Exclusive-Game, weiß nicht, das bricht ja auch immer mehr auf, auch bei Sony. Ne? Wenn man sich mal reinzieht, dass Miles Morales jetzt auch schon für PC kommt, das sind 2 Jahre denn, ne? Oder? Ja, doch, 2 Jahre. Nicht mal ganz 2 Jahre. Und dann kommt es schon für den PC. Haben sich auch einige aufgeregt. Und ich frage mich so, was ist euer Problem? euch entgeht doch nichts. Euch entgeht doch nichts. Außer Argumente gegen andere Konsolen. Wo ihr dann steht, wir haben Spider-Man, aber nur exklusiv, nicht auf PC. Wo ich mal auch so frage, was ist denn los mit euch? Wo ist das Problem, Mann? Vor allem, gönnt doch den anderen. Was ist da los? Oder wenn ihr nicht mal gönnt, warum, also, dann seid doch einfach neutral. Also, warum, wenn man nicht gönnen kann, warum muss man, so eskalieren immer? Ich verstehe das. Keine Ahnung. Schaut mir gerne mal eure Meinung zu den ganzen genannten Sachen hier auf. Seid gerne beim Stream dabei. Wir werden uns Microsoft reinziehen. Es gibt, wie gesagt, Gerüchte, dass demnächst vielleicht auch nochmal eine State of Play zu God of War kommen könnte. Vielleicht, wie gesagt, als Gegenpol zu der ganzen Ankündigungswelle jetzt. Nintendo soll auch angeblich die nächsten Tage was sein. Capcom zeigt was.
Final Fantasy, wo ich gerade angesprochen habe, ja, haben wir jetzt auch das 25-jährige Jubiläum. Da zeigen sie hoffentlich auch endlich mal was zum zweiten Remake-Teil. Wird Zeit. Und ja, wie gesagt, also Square Enix allgemein, Forspoken, kommt es wirklich noch dieses Jahr? Ja, gab es ja auch schon Gerüchte, ob die das verschieben für Final Fantasy 16, das wurde ja für nächstes Jahr angekündigt. Es gibt so viele Sachen, die vielleicht kommen könnten, aber vielleicht auch einfach nicht. Wir werden sehen, Freunde. Bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das Gaming ja unfassbar schwach. Unfassbar schwach. Für mich zwei Highlight-Games, der Rest Enttäuschung oder eher so gut. Ja, aber krass. Für mich bisher natürlich nur Dying Light 2. Nein, Spaß. Das fand ich leider sehr enttäuscht. Gut, jetzt ist aber wirklich Schluss. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.